Gibt's denn belegte Brötchen oder was ist da? Okay, das stimmt. So, wenn alle bereit sind, können wir starten. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 14. Spieltag. Der HSV empfängt morgen Abend um 20.30 Uhr Union Berlin. 44.000 Tickets sind dafür bislang verkauft worden. Und jetzt bitte ich Sie um Ihre Fragen an unseren Cheftrainer Hannes Wolf. Simon Brasch von der Mopo macht den Anfang. Herr Wolf, Pierre-Michel Lasogga hat das Training abbrechen müssen. Können Sie schon sagen, wie schlimm es ist? Es sah nicht ganz so gut aus, ne? Ja, war ja wieder ein Geheimtraining heute. Er hat an der Wade was gespürt und da ist jetzt strukturell nichts kaputt und trotzdem wird die Zeit zum Spiel natürlich jetzt knapp. Deswegen kann ich das jetzt heute nicht beantworten, ob er spielen kann oder nicht. Es gibt halt zwei Szenarien, er kann nicht oder er kann voll. Es darf uns nicht passieren, dass er so halb kann und das wissen wir dann morgen zum Spiel. Also er spielt dann nur, wenn er voll belastbar ist, wenn wir den Reiz rauskriegen über einen Tag, in dem Wissen, dass es keine Muskelverletzung ist und einfach die Struktur fest geworden ist. Und dann müssen wir es morgen gut entscheiden, weil er uns nur hilft, wenn er 100% spielen kann. Wenn der Reiz raus ist, hat er natürlich so viel und so gut trainiert, dass dieser Abbruch heute dann kein Problem ist. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Moment, das Mikro. Ja. Heißt das dann, dass Sie 19 Mann dann mitnehmen oder trainieren Sie morgen früh nochmal hier oder wie werden Sie es in der Vorbereitung halten? Ja, wir haben beim 20-30-Spiel immer noch ein Training und das ist dann auch ein Vorteil, dass wir dieses kleine Training, das sind 20 Minuten, aber da sind schon ein paar Abläufe drin, ein paar Pässe drin, ein paar kleine Antritte drin. Das kannst du natürlich super als Test nehmen, da kommen morgen eh nochmal alle dazu. Und dann können wir es einfach daraus entscheiden. Also das ist dann ein Vorteil, wenn du abends spielst. Wolfgang Stephan vom Stader Tagblatt. Herr Wolf, guten Morgen. Ich vermute mal, es spielt für Sie überhaupt keine Geige, dass Sie Rekordhalter werden könnten, was die neuen Trainer beim HSV angeht. Das wissen Sie ja, mit dem Sieg würden Sie Frank Pagelsdorf übertreffen. Aber ich vermute mal, Sie werden mir die Antwort geben, das interessiert mich nicht. Aber was uns natürlich interessiert, ist die Frage, wie Sie die ersten 4 Wochen bilanzieren würden. Sind das erst 4 Wochen? Nee, ne? Doch, ich habe jetzt mein Zeitgefühl. Ja, bin ich erst 4 Wochen hier? Nein, schon 5 Wochen, oder? Die Länderspielpause war ja schon gefühlt 3,5 Wochen lang. Ja, einigen wir uns auf 5. Ja. Wir haben uns vor der Länderspielpause in eine gute Position gebracht. Die Mannschaft hat sich in eine gute Position gebracht. Jetzt war die Pause schon lange. Aber das finde ich, die Jungs haben es gut gemacht. Die hier waren, haben es gut gemacht. Die zurückgekommen sind, haben sich gut und sofort wieder eingebracht, hatten jetzt auch seit Freitag Zeit, uns mit allen frisch auf das Spiel am Montag vorzubereiten. Mehr Zeit hatten wir sonst auch nicht und es wird einfach Zeit, dass es wieder losgeht, weil die Pause fühlt sich ja fast an wie eine Winterpause mit 16 Tagen. Und da wird Zeit, dass es wieder losgeht und wir wollen diese Chance morgen Abend einfach nutzen, weil es ist ja ein besonderes Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft, die wenn man auch die Zahlen nimmt, also Gegentore, 8 Gegentore, 15 Spiele nicht geschlagen worden. Es ist eine gute Mannschaft, aber wir haben auch ein bisschen was dagegen zu setzen und das fühlt sich schon wie eine Chance an mit der Unterstützung hier zu Hause, mit dem Support, den wir da bekommen. Auch mit dem Selbstvertrauen aus guten Spielen wollen wir da einfach morgen alles reinlegen, weil damit können wir die Position nochmal verbessern, nochmal 3 Punkte sammeln und da werden wir alles für tun. Ja, Sie haben das ja schon beantwortet, dann muss ich das ja nicht tun. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt. In der Länderspielpause gab es ja auch so ein paar Themen, die nicht sozusagen auf dem Trainingsplatz waren, wie jetzt zum Beispiel die Bilanzen oder der Präsidentenwahlkampf. Interessieren Sie sich für solche Themen, die rund um Ihren Club passieren eigentlich auch? Oder ist Ihnen das ehrlich gesagt völlig egal? Nein, Interesse ist da natürlich dran. Ich kann ja jetzt nicht hier als so rumlaufen, dass ich gar nichts mitkriege und nur die Mannschaft mitbekomme. Das heißt, natürlich interessieren mich die Themen. Sie ändern nichts daran, dass ich dem Verein oder dass wir in unserer Rolle im sportlichen Bereich dem Verein nur helfen können, indem wir mit der Mannschaft sehr gut arbeiten und mit dem Team möglichst viele Spiele gewinnen und dass die Spieler an ihr Optimum kommen, also guten Fußball spielen. Das heißt, ich bekomme das schon mit, aber es ändert natürlich nichts daran, wo die Energie rein muss und die muss halt unten ins Team. Kai-Uwe Hesse?
David Bates war ja am Ende auch ein bisschen leicht angeschlagen, so sah so aus wie Rücken oder sowas. Können Sie da ein bisschen was sagen? Ja, er ist auf Rick getroffen und ist mit Rick zusammengestoßen. Dann habe ich ihm auch gesagt, wenn Rick in deine Nähe kommt, musst du schon alle Muskeln anspannen. Und das hat er einmal kurz nicht gemacht, hat er sich kurz wehgetan, ist aber nicht schlimm. Ist andersrum übrigens genauso, wenn man in Daves Nähe kommt, muss man auch anspannen. Kai Schiller vom Armblatt. Immer wenn über die zweite Liga gesprochen wird, sagen alle HSV und Köln, das sind die großen Favoriten, aber immer danach wird schnell Union Berlin genannt. Ist das für Sie eigentlich, unabhängig von den beiden großen Favoriten, auch so, dass Union Berlin, dass Sie die so einschätzen, dass die um den Aufstieg mitspielen und dass die bis zum Ende da in den Regionen bleiben, wo die auch gerade sind? Ist das eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga? Absolut. Ich kenne die Spieler sehr gut. Ist ein bisschen Best-of zweite Liga. Also sowohl dann bei Union, die schon länger da sind, aber dann auch die Jungs, die dann in den letzten zwei Jahren dazugekommen sind. Dazu Spieler, die auch richtig Bundesliga-Erfahrung haben, wie Schmiedebach oder Hübner auch hinten. Und das ist personell, individuell, von der Disziplin, von der Kompaktheit, ist das eine absolute Spitzenmannschaft, die da oben auch bis ganz zum Ende mit Sicherheit eine große Rolle spielen wird, ja. Martin Sonnleitner von der Welt. Herr Wolf, es zeichnet Sie ja und den HSV derzeit eine gewisse Bescheidenheit aus. Ist es nicht die Zeit, jetzt ein bisschen auch die Muskeln spielen zu lassen? Man ist oben in der Tabelle dabei, hat einen Top-Kader. Mal eine Kampfansage in die anderen Teams zu machen? Nicht. Wie soll das aussehen jetzt? Ja, dass man können Sie da mal, können Sie mal ein Beispiel sagt, geben, ich meine, wie ich das jetzt... Köln war jetzt ein Beispiel. Ich meine, die haben Top-Spieler und 3-0 gewonnen und dass man jetzt sagt, wir sind hier auch so, ja nicht der King der zweiten Liga, aber einfach eine Mannschaft, an der man vorbeikommen muss. Ja, nochmal, wir spielen gegen eine gute Mannschaft mit Union, aber wir haben auch eine gute Mannschaft und werden da alles geben, aber jetzt Kampfansagen über die Saison oder in Richtung, als Ausblick, was soll das bringen? Wir konzentrieren uns darauf, dass wir morgen auf unserem höchsten Level sind, weil wir brauchen das höchste Level, um morgen zu bestehen, und sobald wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, hilft das nicht mehr. Und genauso machen wir es auch weiter. Simon Brasch von der Mopo. Herr Wolf, was halten Sie eigentlich von Montagsspielen? In der ersten Liga werden die ja in absehbarer Zeit wieder abgeschafft. Es kann immer eine Chance sein, zum Ende des Spieltags nochmal 3 Punkte zu machen. Kann natürlich manchmal auch ein bisschen erdrückend sein. Wie gehen Sie grundsätzlich so mit Montagsspielen um? Gefällt Ihnen das oder eher nicht? In diesem Fall ist auch wieder wie meistens im Leben, gibt es zwei Seiten oder mehrere Perspektiven darauf. In diesem Fall bin ich froh, weil wir mehr Zeit haben, aus der Länderspielpause mit vielen Nationalspielern auf dieses Spiel nochmal hinzuarbeiten. Ist jetzt auch gut, wenn man Pierre nimmt, dass wir morgen Abend spielen. Dadurch können wir morgen früh nochmal trainieren. Wir nehmen das dann eh so, wie es kommt. Spielt dann, bringt auch nichts darüber, viel nachzudenken für die Fans, für die Menschen, die zu diesem Spiel fahren, die auch eine Anreise haben und dann irgendwann mitten in der Nacht nach Hause kommen, den Verein unterstützen wollen, ist das natürlich grenzwertig. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass das für die Fans schwierig ist. Wir nehmen das so, wie es kommt und haben damit ja auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Also ich glaube schon, dass dann Fußball Deutschland morgen noch ein bisschen mehr nach Hamburg guckt. Und da gibt es dann natürlich auch eine Bühne, also zwei Seiten, aber für die Menschen, die ins Stadion wollen, natürlich grenzwertig, dann nachts nach Hause zu kommen. Kai-Uwe Hesse nochmal. Hat jetzt mit dem Spiel direkt nicht so viel zu tun, aber Papadopoulos war jetzt ja zumindest schon mal auf dem Platz. Können Sie es vielleicht mal ein bisschen schildern, wie so sein Gesundheits- und Fitnesszustand sich aktuell darstellt? Ja, er ist da auf einem ganz guten Weg für die Schwere der Verletzung. Und es ist schön, dass er wieder auf dem Platz kann, dass er da raus kann. Trotzdem ist das noch ein weiter Weg, der da zu gehen ist. Aber es ist schon weiter, als man es erwartet hätte vor ein paar Wochen. Und da ist das Feedback aus der Abteilung schon auch positiv. Ja, klar, gerne. Nochmal. In den Monaten zuvor haben Sie ja nichts mit zu tun, aber hatten Sie immer hier sehr, sehr viele junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die
sage ich mal, sich durchaus viel ausgerechnet haben. Wenn ich jetzt so sehe, wie Ihre Trainingsgruppe sich jetzt gestaltet und heute die U21 besetzt ist, ist es für die meisten, glaube ich, momentan schwierig, ihren Status zu wahren. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, ist einfach nur so faktisch festgestellt. Können Sie es ein bisschen beschreiben? Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es vorher war, aber bei uns gibt es schon, wir haben den jüngsten Kader im deutschen Profifußball, glaube ich. Also wir haben ganz viele, ganz junge Leute dabei. Schicken heute zum Beispiel Josh Wagnermann zur U21. Er soll aber nur eine Halbzeit spielen, weil er für uns morgen auf jeden Fall eine Option ist als Einwechselspieler. Aber wir müssen ja auch aufpassen, dass so ein Junge genug Fußball spielt. Wir können jetzt nicht immer einfach einen Kader nehmen, da hinsetzen und er spielt nie. Und da ist die Abstimmung gut. Ich bin froh, dass der HSV gute Spieler hat und hat jeder die Chance, sich zu zeigen. Also wir reden jetzt über eine Trainingsgruppe, aber die Jungs haben jetzt die ganze Zeit mittrainiert und haben schon etliche Einheiten mit uns gemacht. Plus wir kriegen die Spiele mit, wir kriegen das Feedback und wollen natürlich die Nachwuchsspieler fördern und die jungen Leute fördern. Und wir können ja beim Manu Winsheimer, der zum Beispiel echt gut ist, gut trainiert, ein gutes Feedback aus der Nationalmannschaft bekommt, aber wir müssen den Jungen ja auf den Platz kriegen. Und deswegen ist das keine Bestrafung, heute zu spielen, sondern es ist eine Chance, auf dem Platz zu stehen im Regionalligaspiel gegen Werder Bremen. Sich zu zeigen und fahr ich natürlich gleich rüber und gucke dann auch, wenn die Chance da ist. Deswegen kommt das so negativ rüber. Ich arbeite extrem gern mit jungen Spielern. Wir müssen halt aus diesen guten Spielern, müssen dann sehr gute Spieler werden, weil nur wenn du mit 19, 20 sehr gut bist, dann spielst du auf dem Level Fußball. Es gibt nicht so viele, die in dem Alter, das die Jungs haben, irgendwo in der ersten oder zweiten Liga von Anfang an spielen oder viele Einsätze haben. Das kannst du an zwei Händen abzählen. Und deswegen ist unsere Aufgabe, die wir alle zusammen haben und vor allem die Spieler selbst, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie so gut werden, wie es irgendwie geht. Und dabei werden wir auch unterstützen. Dafür müssen sie aber nicht jeden Tag bei uns in der Kabine sitzen. Das bedeutet das nicht. Der Weg, der darf ruhig schwer sein und dann muss man die Arbeit reinstecken. Nein, 44.000 haben wir bisher verkauft. Also ist nicht davon auszugehen, dass es ausverkauft sein wird. Gut, dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann herzlichen Dank für das Interesse an der Pressekonferenz. Allen noch einen schönen Sonntag und wahrscheinlich bis morgen. Tschüss zusammen. Schönen Tag.